Freunde, einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch. Ja, wir sind alle hier, um zu wissen, mach die blonde Schminktussi mit. Bitte, die soll absagen. Ich bin der größte Underdog. Anderen lieber haben. Bitte hier Namen A, B oder C einfügen an der Stelle. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe mir wirklich intensiv Gedanken gemacht, um nicht nur mit meinem Herz, sondern auch mit meinem Kopf zu handeln. Und ja, gab viele Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Beispielsweise Gamescom 2022. Wie viele, die wissen jetzt nicht, was das ist vielleicht, besonders aus dem Autobereich. Das ist die größte Spielemesse weltweit. Unter anderem für mich als Gaming-Influencerin monetär. Da werde ich verschiedene Jobs. Ich habe andere Termine. Glaub mir, ich habe wirklich andere Termine. Ich weiß nicht mal, ob die in den Zeitraum fallen. Ich habe einfach zugesagt. Da scheiße ich doch drauf. Haben auch meine Community. Ich habe meine Community noch nie so wirklich kennenlernen können, da ich in Corona-Zeiten an Relevanz gewonnen habe. Relevanz ist hier auch ein sehr interessantes Wort. Auf jeden Fall, das war ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, eine meiner allerbesten Freundinnen heiratet Anfang September. Und der Liebesgeschichte müsste man eigentlich auf Netflix verfilmen. Ich war aber okay, das ist wirklich kacke. Oh shit. Bruder, ich habe jetzt auch gar, ich weiß gar nicht, wer Geburtstag hat und sowas, ne? Ja, nee, aber ey, das ist, also, wenn du überlegst, es gibt schon wichtige Termine. Hätte meine Mutter jetzt Geburtstag, würde ich da nicht hingehen. Beim ersten Moment dabei, wo die beiden sich kennengelernt haben. Und das wird eine ganz besondere Hochzeit und das kann man eigentlich, das kann man nicht verpassen. Deswegen, also ich danke Fritz unglaublich für die Nominierung, dass du an mich geglaubt hast und dass du diese Einladung ausgesprochen hast. Ah, ich muss sagen, dass ich einfach nur wissen will, welche Gegenstände dürfen wir mitnehmen, wann geht's genau los. Ich bin excited, ich bin dabei. Seven vs. Wild, zweite Staffel. Ich könnte glücklicher nicht sein. Ich bin so aufgeregt von All das trifft auf mich nicht zu. Was für? Überhaupt nicht. Von Anfang an war ich Feuer und Flamme für dieses Format. Ich war so am Start. Es ist so ein Herzenswunsch von mir, teilzunehmen. Und auch wenn viele sich, glaube ich, jetzt gerne eine andere Reaktion Ist sie da? Guckt die zu gerade? Ist auch überhaupt Kann nicht die schlimm. Mal reinkommen das, bei mir? Könnt ihr unter euch ausmachen und sagen, warum ist jetzt hier, wie gesagt, die Alte dabei? Die hat doch gar nichts damit am Hut, bla bla bla. Verstehe ich total, dass ihr vielleicht jemand anderen hier gesehen hättet. Aber ihr müsst verstehen, Fritz hat mich nicht ohne Grund nominiert, beziehungsweise diese Einladung an mich gesendet. So, und wenn Fritz an mich glaubt, vielleicht können es ja auch ein paar von euch im Laufe der Serie tun. Ich bin auf jeden Fall unglaublich aufgeregt. Ich bin excited, ich bin gespannt. Kurzes nochmal Recap dazu. Oh, einer schreibt rein, du hast es auch nicht nötig, mein Freund. Deswegen treffe die Entscheidung nicht nach, toll, diese Show läuft so geil, weißt du, was ich meine? Das ist mir doch völlig wurscht. Für mich hat auch bewegt heute in dem Video, sage ich euch auch, dass Fritz auch so an mich geglaubt hat, ne? Dass Fritz gesagt hat, das ist ein Kämpfer, ein Beißer. Das hat mich bewegt, mein Sohn hat mich bewegt. Marcel hat mich noch bewegt. Die Mädels, die alle geschrieben haben, nein, ich mache mir Sorgen, haben mich bewegt, weil ich will zeigen, wie hart ich bin. Meine Mutter hat gesagt, alles halb so wild, machst die Plane wie ein Dings. Das waren alles Sachen, die mich so bewegt haben. Der Typ, der reingeschrieben hat, die und die Gegenstände. Jetzt noch, als ich noch dieses Dings da gesehen habe, Hängematte, da war meine Entscheidung ja schon getroffen. Aber, und ihr auch natürlich, die geschrieben haben, du machst es. Du machst es. Und bewegt haben mich auch alle negativen Kommentare, die gesagt haben, bitte nicht der, ne? Das hat mich auch noch bewegt. Ich bin nicht komplett un-outdoor-affin. Mag jetzt so aussehen, ist nicht der Fall. Ich war, ich glaube, fast 15 Jahre bei den Pfadfindern. Und das ist auch nicht so Wischiwaschi-Pfadfinderei im Sinne von, wir schmeißen jetzt jemand ein Wurfzelt in den Wald und dann gehen wir uns betrinken. Sondern das war wirklich hardcore. Ich habe gar keine Erfahrung. Auch in jungen Jahren schon gemacht. Ich bin der mit der wenigsten Erfahrung, ne, Chat? Kocher, noch Feuerzeuge, selbst Feuerzeuge waren verboten. Möchte euch mal ganz ich bin Dave, ne? Mal, ne? Was das für ein Level war. Scheiße, so, also keine Hilfsmittel, sonst irgendwie was. Ich war mit 12 Jahren, war ich mit anderen 12-Jährigen und einer Aufpasserin, die... Stimmt, ich habe im Angelcamp draußen geschlafen. Ja, im Angelcamp draußen. Ähnlich eigentlich, auf einer Liege mit Moskitonetz drüber. Ähnlich eigentlich. Und die Nacht war scheiße, Alter, die Nacht war scheiße. Und auf dem Hausboot einmal, ne? Und es war halt auch nicht im wilden Dings, ne? Es war ähnlich kappa. Schon 16 war? Krass. Waren wir für 3 Wochen in Schweden, haben da gecampt, Kanu gefahren, sonst irgendwie was. Ich kenne mich aus, wenn die Klamotten tagelang komplett nass sind, die Schuhe siffen, man nichts essen kann, weil man kein Feuer zustande kriegt, weil das alles nass ist. Auch lange Wanderungen, körperliche Anstrengungen. So, ich weiß, wie man Feuer macht, ich weiß, nicht. Wie man Baum fällt, ich weiß, wie man eine Axt in der Hand hält. Was für ein Baum fällen, Alter? Was für eine Axt? Habe ich die falsche Show geguckt? Wer ist sie denn? Janina Rambo, Alter, die echte. Bin ich hier im falschen Film, or what? Das sind mir alles Sachen. Na klar, Leute,
Das ist heimische Flora und Fauna, ist was völlig anderes als die Tropen. Was denn, wenn man blutet? Nicht so klingen, als ob ich nicht weiß. Haben wir so Pflaster-Set? Nee, ne? Und was für eine Differenz das noch sein wird. Aber ich habe mir lange Gedanken gemacht und habe auch sehr viel mit meinem Umfeld gesprochen, meiner Familie, meinen Freunden, die mir das alle zutrauen, die mich kennen, die mich gut kennen und die wissen, dass ich Biss habe, dass ich den Mindset habe und auch, wie viel Bock ich auf dieses Projekt habe. Und wenn Fritz schon diesen Schritt macht und sagt, okay, gut, zweite Frau und dann auf mich zuzugehen, obwohl er weiß, dass, glaube ich, meine Auswahl recht polarisierend ist und auch, wie gesagt, viele, glaube ich, auch jetzt hier lieber eine andere Antwort gesehen hätten, da bin ich unglaublich dankbar für. Und ich nehme diese Erste-Hilfe-Set gibt Punktabzug. Ja, aber wenn ich jetzt irgendwie eine Blutung stoppen muss, ich glaube, Punkte spielen jetzt bei mir keine Rolle, sondern dann mache ich das natürlich auf. Ne? Also jetzt nicht wegen einem kleinen Schnitt am Finger, aber ihr wisst, was ich meine. Da sind wir uns ja einig, ne? Ich glaube, für mich zählt einfach nur lange durchzuhalten. Es muss keiner damit rechnen, dass ich gewinne. Das sage ich euch ganz ehrlich, das wissen wir selber alle, ne? Einladung mit Liebe und mit Freude an. Allein die Möglichkeit, sowas erleben zu dürfen. Bei ihr habe ich hohe Erwartungen. Dass ich mich so an meine Grenzen bringen werde, kann und darf, das ist eine Erfahrung, die ich nicht ausschlagen kann. Und ja, ich bin bereit, absolut alles zu geben. Ich werde es auch nicht mehr lang schnacken darum, sondern werde mich jetzt in den nächsten Wochen um eine intensive Vorbereitung kümmern. Und ich habe Bock. Ich habe Bock. Und all die Leute, die jetzt sich vielleicht denken, so, oh Mann, warum die, warum nicht XY? Ihr müsst mich nicht lieben, das ist gar kein Problem. Aber das Einzige, worum ich euch gerne bitten würde, ist, gebt mir einfach eine Chance. Ja, kurz und knackiges Video, ich wollte es jetzt auch nicht so lang ziehen. Mir braucht keiner eine Chance geben. Gar keiner. Ihr müsst es ertragen. Mir braucht keiner eine Chance geben. Wenn du mich nicht leiden kannst, okay. Ich mach trotzdem mit. Für mich. Um herauszufinden, wie stark ich wirklich bin. Noch mal 8-mal Werbung reinschallern oder sowas, scheiß drauf. Ich wollte es einfach nur gesagt haben, ich habe krankhaft Bock, ich bin bereit, der Herausforderung zu stellen. Und Dankeschön. Ein dickes, dickes Dankeschön an Fritz und das Team, dass ihr an mich geglaubt habt, dass ja du nach all den Monaten das noch im Hinterkopf hattest. Vielen Dank dafür. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, Jungs. Ihr? Sagt ehrlich. Ach, die Tropen. Hat irgendeiner gedacht, dass Seven the Wilds, dass das kommt und dass der jemanden nominiert okay, für mich? Okay, das war's auch schon an der Stelle. Duchi. Ja. Aber du hast doch nicht gedacht, dass wir da hingehen, dass das mein Name da fällt. In der ganzen Zeit. Aber ja, Leute, ich hab Bock. Ja, und dann sehen wir uns die nächsten Tage. 8 Wochen noch, reg dich ab. Im Stream. Und können wir in Ruhe darüber schnacken. Ne? Ich bin ganz gespannt. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ey. Nova aus, Leute. Nova aus besonders. Warum hasst ihr diese Frau, die Survivor? Leute, die wird alle, ich glaube wirklich, es wird immer so sein. Ich kann euch jetzt schon selber sagen, die anderen meint ihr, Knossi ist noch mit dabei und sowas. Ich weiß jetzt schon, dass es so sein wird. Aber ey, die ist sehr sympathisch. Sagt ehrlich, Chat, sehr sympathisch. Nova, ich kenne dich nicht, ich kannte dich nicht. Ganz liebe Grüße, freut mich total. Das wird im Prinzip eine Erfahrung. Wir werden uns dort nur kurz sehen. Aber auch wenn wir uns nicht kennen, das wird uns für immer verbinden. Alle, die da teilnehmen, wir werden immer an diese Staffel denken und uns verbinden. Und ich glaube, durch diese Staffel werden wir uns alle kennenlernen. Auch wenn wir danach darauf reacten, wir werden im Vorfeld darüber sprechen, wer ist noch dabei. Oh, das ist so krass, man kannte sich vorher gar nicht, aber Nova, wir machen im Leben etwas zusammen. Wisst ihr, wie ich meine? Das passieren manchmal so Dinge, das wird uns für immer verbinden. Für immer. Nova. Geil. Egal, wie lange es jemand schafft oder so. Völlig egal. Alge.